Nie wieder Fun. Ich wähle nie wieder Fun. Nein, ich bin tot. Okay, dann gehe ich die andere Richtung. Geh nicht in scheiß dunkle Durchgänge. Ausweichen. Ja, toll, wir sind direkt hintereinander. Ah, ich bin tot. Was kommt da angeflogen? Oh nein! Ich weiß es nicht! Oh Gott! Es geiert direkt nach mir! Oh Gott, ich fall alle runter! Alle! Ist das dein Ernst? Der Wagen fährt los! Was? Der Wagen fährt los? Der Wagen fährt... Mitch! Die wollen mich entführen! Hilfe! Der hat sich doch gerade bewegt, der hat sich aus der Entfernung bewegt! Er hat sich nicht bewegt! Und wieder sich bewegt hat! Oh, ich fall durch die Map! Nein! Sackgasse. Nein. Oh Gott! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Escape the Backrooms. Jetzt geht's weiter mit dem dritten Part. Wir haben noch ein paar Level vor uns. Wieder mit dabei ist natürlich auch der Horror Heaven. Moin moin. So, und wir gucken jetzt einfach mal, was da noch so auf uns wartet, würde ich sagen. Wo müssen wir lang? Keine Ahnung. Ich weiß noch, warte mal, ich glaube, das geht auf jeden Fall nach oben. Hatten wir, war das nicht irgendwie der Hub? Kamen wir da nicht in den Hub zurück? Hier unten? Nee, oben. Hier unten geht's, glaube ich, weiter. Ja, hier ist hier eine Menge Saft. Saft. Und das irgendwie mal rausgucken. Kann ich hier rausspringen? Hui. So, Robert, ich schnapp mir jetzt ein Boot. Ah. Hey! Was du da? Robert, komm mit, das Wasser ist top! Nee! Das ist richtig geil! Nee! Ich wollte mir an die Boot schnappen und mich mal krümeln, aber irgendwie hat man hier so Low-Gravity-Modus oder sowas. Ich glaube, du bist einfach durchs Boot durchgeglitscht und dann. Ich bin richtig weit hinausgesprungen. Ah, oh, okay. Ja, wollen wir nicht aber nochmal drinnen gucken, bevor wir jetzt hier lossegeln? Aber ich glaube, war da denn noch irgendwas? Hier steht, hüte dich vor dem Ding. Also hier draußen ist anscheinend irgendein Riesenaal. Das ist Nessie. Ich gehe jetzt nach Nessie tauchen. Ey, dein Arsch ist zu fett, ich komme hier nicht raus. Tschüss. Kann ich tauchen? Kann ich tauchen? Nein. Nee. Ich komme nicht so ins Boot. Okay. Ah, tschüss. Ciao. Ich nehme mir ein eigenes Boot. Mach das. Ist vielleicht eh besser, wenn wir uns hier aufteilen. Bäh. Oder? Guck mal, ihr habt die eingeholt. Überleg mal, du hattest übelst den Vorsprung, Alter. Ich hab hier die Ruderarme. Hab ich dich versenkt? Nee. Ich kann nicht nach hinten gucken. Aber du hast bei mir den LiDAR-Scanner mitten im Gesicht kleben. Da bin ich jetzt immer gespannt, wie das aussieht nachher bei dir im Video. Ey, hör doch mal auf, mich hier abzudrängen. Alter! Was hast du denn fahren gelernt, Mann? Kann ja nicht sein. Nicht auf dem Wasser. Wie hast du denn eingeparkt? Ich komm nicht raus. Ja, ich komm nicht auf mein Boot, oder was? Ja. Doch. Ja, ich will doch nicht, dass du mir hier die guten Sachen wegsammelst. Oh, warte mal, ich glaube, ich habe mich festgebackt. Ich glaube, mein Boot hat sich festgebackt. Ja, aber immer bin ich schuld. Immer. Sure. Kannst du mich mal anschieben? Warte, ich dreh. Oh. Ja, notfalls nehme ich dich in meinem Boot mit. Ja. Das klappt bestimmt auch. Alter! Ich glitsch hier einfach mal so. Geht's jetzt? Und weg der Robert. Nee, da ist er wieder. Und wieder weg. Du teleportest dich immer aus dem Boot raus. Ich glaube, du liegst da auf dem Trockenen. Irgendwie. Ich kann's halt auch selbst nicht wegschieben. Doch, jetzt ist es ein gutes Stück nach hinten geschoben. Ja. Oh Gott, jetzt. Ja. Dankeschön. Wir haben es hingekriegt. Kein Problem. Kommen wir denn da hin hier, wenn wir uns gegenseitig weiterhelfen? Eben. Wollen wir uns aufteilen? Sagt er jetzt, wo er bei dem dicken, großen Haus ist und nicht hier bei dem kleinen Stummel. Hier ist Saft. Oh, warte, ich habe einen Zettel. Es kann ziemlich schwierig werden, da draußen etwas zu sehen. Nimm dies mit, falls du dich verläufst. Ah, Leuchtpistolen. Für uns beide. Oh, ich komme. Achso, hier wird es auch gerade sehr, sehr neblig. Okay. Komm zurück. Ja, ich lasse dir mal zwei da. Hast du jetzt doch wieder mitgenommen?
Nee, den Handscanner habe ich nicht mitgenommen. Den hast du bei mir immer noch in der Hand. Oh Gott, was passiert hier? Alter, diese Boote sind schon ein bisschen sehr wacky. Ja, und die Wasseranimation erst. Ist das da hinten ein Leuchtturm? Ich dachte eher, das sei so eine Art Kirche. Das kann natürlich auch sein. Ich schaue jetzt erstmal die nächste dicke Hütte an. Aber ich muss sagen, auch wenn das hier ein bisschen tricky ist, cooles Level trotzdem. Habe ich bisher noch nicht gesehen in Backrooms. Das ist doch ein Leuchtturm. Oder ein Boot. Irgendwas piept da. Soll ich mal draufballern? Ich weiß nicht, wie viel Munition. Ich weiß nicht, wie viel Munition wir haben. Ey, ich hab's gerade. Okay, das könnte aber trotzdem noch klappen. Hast du es frei? Ich wollte, ja, okay. Jetzt ist es frei, ja, genau. Ich wollte gerade umdrehen, dich von hinten rammen. Aber da ist. Wie wollen wir denn da reinkommen? Da ist ein Dach. Vielleicht von der anderen Seite. Alter, häng dich doch nicht fest. Wir können ja auch einfach aufs Dach hüpfen hier. Ja, gar kein Problem. Ich guck trotzdem auch von der anderen Seite noch. Ja, hier ist nämlich ein Steg. Ja, ich bin auf dem Steg. Oder wir können einfach über das Dach einen Taucher heilen. Wo bist du denn? Ja, hallo. Soll ich den Leuchtpistolen-Signal geben? Nee, aber ich sehe dich wirklich. Ich stehe auf dem Steg, ich bin direkt vor dir. Ich sehe dich echt nicht. Ich sehe dich in meinem Spiel. Ich sehe dich in meinem Spiel gerade nicht. Ach, jetzt? Hä? Alter. Du darfst jetzt hier einer den Haihappen spielen. Und jetzt schwebt hier immer noch ein Lidar-Scanner. Sag mal. Was passiert hier? Mein Fritz ist das, Buggy. Warte mal, hier steht. Ey, dieser vermaledeite Leuchtturm. Vielleicht kommen auch beide rein. Ich gehe einfach mal mit rein. So. Hast du einen Tauchanzug an? Erst wenn du drin bist. Komm erst mal rein. So, weil nicht, dass es nämlich dann gleich losgeht. Wie ziehe ich den denn an? Du musst ins Inventar den praktisch in die Hand nehmen und dann linke Maustaste dann. Wenn du den Helm in der Hand hast, dann kannst du ihn dann anziehen. Warte, das ist 2. Alles klar, hab ne an. Los geht's. Sehr gut. Wo war der Knopf? Haihappen. Toll. Toll, ja, okay. So, Taschenlampe. Geht hier nicht. Kleine. Guck mal da, hinter uns. Oh, hallo! Meine Fresse ist der Ding. Wow. Ich bin tot. Was? Ich bin tot. Wirklich? Nein, du lebst noch. Okay. Das war aber gerade sehr merkwürdig. Wir sind in die Steine geglitscht hier. Ich glaube, wir müssen jetzt raus. Okay. Hier. Aber jetzt? Und jetzt? Ja. Weiß ich nicht. Ich guck mir die Schwämme an. Mhm. Ich schwimme einfach in irgendeine Richtung jetzt hier. Die eine Richtung ist so gut wie die andere. Wir haben null Hinweise. Ja. Warte mal, hier ist eine Höhle. Hier ist eine Höhle. Du, wo bist du, Robert? Und hier leuchtet auch was. Hier. Hier. Bitch. Warte mal, höre ich dich? Ich höre dich. Bin ich das ja so? Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Es reicht ja auch, wenn einer den Eingang findet. Ja, genau, mach deinen Weg, Robert. Ich würde die Höhle zwar auch gerne sehen. Ja, warte, jetzt finde ich gleich die Höhle nicht mehr. Bevor du die Höhle auch nicht wiederfindest, genau, schwimm da rein. Leute, die sie bei mir nicht sehen, sollen sich dann halt dein Video anschauen. So, also weil hier ist halt Licht, vielleicht ist ja auch überhaupt nichts. Genau, vielleicht finde ich jetzt auch den Weg. Hier geht's weiter nach unten. Und noch weiter nach unten. Und unter dem Meer. Ja. Ey Fresse, kann hier nicht mal eine Alpha-Wand kommen oder so? Ich schwimme hier echt die ganze Zeit straight geradeaus. Ich glaube, hab ich mitgezogen? Jo. Sehr gut. Das schien jetzt auch nicht so interessant gewesen zu sein, deine Expedition da. Nö. So, wär's jetzt auch mal mit einer Lampe für mich. Sehr gut. Ja, pack ein.
Ist denn das Walkie-Talkie? Brauchen wir ja nicht. Brauchen wir die? Nee, wir reden ja so oder so miteinander. Ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir die für irgendeine Quest oder sowas. Na dann. Ich muss es selber mal in eins eingepackt. Lieber haben, als dass wir das jetzt brauchen und wir müssen doch ja zurückrennen. Das stimmt. So, wo lang? Hier, ne? Durch die Tür? Das sieht schwer nach Hub wieder aus, aber mach mal. Nein, das ist eine Forschungseinrichtung oder sowas hier. Mac. Aber dann hätten wir uns vielleicht erstmal noch in den anderen umgucken sollen, oder? Da kamen wir doch her. Ah, nein! Mann! Oh Gott, nein! Nicht schon Mac wieder! Hä? Aber wie soll das denn funktionieren? Vorbeischleichen. Haben wir doch gelernt. In dem was macht die da? Hotel-Level. Ich habe bloß überhaupt null damit gerechnet, dass sie eine Motte an der Wand klebt. Warte kurz, ich bring mich um. Los, komm her! Da hinten ist schon wieder die nächste dicke Motte. Okay. Ja, gut, dass ich nicht. Kann man echt komplett nur durchschleichen, ne? Ja. Ja, solange wir so durchkommen, da leuchtet. Ach, das sind Pilze. Die guten Pilze. Jam, 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 jam. Oh, wie kommst du denn da hin? Na, hier. Ich an der Motte vor. Ich steck fest. Robert, ich steck fest. Du hättest nicht so viel Schokoriegel essen sollen. Oh, Mann. Danke, dass du mich rausgezogen hast. Ja, jetzt ging's auf einmal tatsächlich. Hier ist auch eine Motte. Ich wollte schon sagen, du bist ja ganz schön mutig, dass du hier aus der Hocke hochkommst. Bei diesem Mottenterror hier. Warte mal, von wo kamen wir? Wir kamen von da, oder? Doch. Wir waren direkt hinter uns, ne? Ja. Also eigentlich müssten die hier voll aggro gehen auf unsere Taschenlampen. Naja. Okay, da geht's weiter. Hier ist auch nichts weiter. Okay. Obwohl, auf die Pilze reagieren sie ja auch null. Ja. Die Motten in Höhlen sind halt ein bisschen anders drauf als die Motten oben. Oh, drei Wege. Wollen wir jetzt aufteilen? Ja, ich gehe einfach mal rechts rum. Okay, dann gehe ich in der Mitte lang. Da ist gleich eine Motte. Wand. Ich habe eine Kurve. Und habe jetzt auch Wand. Okay. Robert bekommt die Kurve. Hier haben wir auch wieder zwei. Links rum oder rechts rum? Ich gehe jetzt ja mal links. Okay, dann gehe ich rechts. Hallo! Ist aber Sack. Nee, da hinten. Oder? Ist man das Sackgasse? Ja, aber nie wissen, ne? Nee, hier ist ein Durchgang. Okay. Upsa. Da ist. Ein paar Meter machen hier oben. Nee. Was? Nee, das war doch nichts. Nee, okay. Ich glaube, ich Sackgasse. Nee, da hinten geht's doch rein. Aber warte mal, hier ist ein Zettel. Diese Brücke muss schon seit Jahrhunderten hier stehen. Ich würde sie nicht zu sehr belasten. Betonen. Hier steht betonen übersetzt, aber ich denke, der meint belasten. Ja, denke ich auch. Boah, das war ganz schön close. Was hast du gemacht? Ja. Die Höhle ist eingestürzt, weil ich habe gar nichts gerungen, Robert. Ich habe nichts gemacht. Ja, ja. Ich bin immer schuld. So. Ich lass dich erstmal gehen. Ja, danke. Sehr gut. Du kannst. Also ich glaube, man darf nicht sprinten. Nein. Hallo. Achso, nee, ich bin nicht gut. Ich dachte gerade, ich bin wieder da. Geronimo! Das sieht aus, als wenn die Wand runterrennt. Wie geil. Vor allem, wenn da schon Warnzettel stehen. Ja. Ich dachte, das mit der Belastung sei so gemeint, wir dürfen nicht zu zweit drüber gehen. Hätte ich auch gedacht, aber ich vorsichtshalber trotzdem langsam gehen. So, links oder rechts? Ich glaube, das läuft hier wieder aufs Gleiche hinaus. Ja, ich denke auch. Ja. Ja. Ach, das war meine Höhle. Hier sind sehr viele Gänge. Ja, ja, ja.
Aber da ging's, da hinten ging's noch weiter. Daran war ich auch wahrscheinlich schuld, ne? Obwohl ich am anderen Ende des Levels war. Wer ist er denn? Hey! Achtung! Hey, du Blitzer! Achtung! Ja. Tschüss! Ja, ich war zu langsam! Ich war zu langsam! Meine Ausdauer war weg. Oh. Aber er ist jetzt satt. Deine Lampe macht aber einen echt unschönen Effekt beim Sprinten. Warte, ich Save Point, dann können wir, dann hole ich dich wieder. Ja, oder du gehst durch die Höhle zum nächsten Save Point. Nein, du willst ja mitmachen. Will ich das? Natürlich. Warte, kann ich nicht hier? Guck, dass wir dann die nächste Brücke. Nein. Aber wie cool. Ernsthaft? Hier ist eine Alpha-Wand jetzt. Hallo! Lass mich da drüber! Ich will sterben! Wir kommen doch nicht mal darüber. Nicht von hier. Was sollen wir denn hier, ne? Irgendwas muss es doch hier geben. Hä? Weil sonst gibt's keinen Weg. Wir müssen von der anderen Seite da hochkommen. Ach, von hier? Hier ist noch was. Okay, vielleicht kommen wir jetzt auch schon ins nächste Level. Du schwebst einfach die Leiter hoch, ey. Ui. Oh nein. Nein. Wo ist die Leiter? Ich will wieder zurück. Nein, ich hab doch gar nichts gedrückt. Sorry. Wunderschön. Oh Gottes Willen. Das war's wert. Meine Levitationsskills, damit musste ich jetzt nochmal richtig flexen. Sehr cool. Zurück in den Backrooms. Obwohl, wir sind die ganze Zeit in den Backrooms. Ja. Da hinten ist schon wieder vorbei mit den gelben Wänden. Wenigstens das. Das freut mich. Geht trotzdem nochmal um die Ecken. Hier ist wohl, ja, hier geht's zu den Tunneln. Nein. Ja. Nein, ich wollte nur aufmachen. Die ziehen dann ja immer rein, wie eben mit der Leiter. Die ziehen dann ja einfach rein, diese Objekte. Hä? Ich sprinte schon wieder einfach los. Ich sterbe gleich wieder. 1, 2, okay. Hier ist irgendwas Problem. Mit 12. 1, 2, 3. 1, 2. Taschenlampe, okay. Wir müssen wahrscheinlich Licht anschalten. Meine. Ich habe keine. Nee. Hey, hier ist ein Knopf. Drück mal. Okay, da ist. Was ist denn das? Weiß ich ja auch nicht. Stroboskop? Das flackert. Das hat verschiedene Formen. Ich glaube, das ist so ein Schattenrätsel. Und das Ding, glaube ich, irgendwie ausrichten oder so. Ah, ich drück immer falsch hier. Kannst du das denn? Ach, da ist ein Pfeil. Eins. Wie hast eins, du das? Ist die eins wichtig? Ich weiß es. Jetzt, nee. Jetzt war kein Pfeil da, ne? Nee. Die ist zwei. Auch kein Pfeil da. Ich da schaltet durch anscheinend. Jetzt war das hier andrückt nochmal. Ja. Jetzt ein Pfeil zu eins. Ich glaube, vielleicht. Ist jetzt wichtig? Vielleicht sollten wir erstmal weiter gucken. Ja, genau. Wir sind gerade erst angekommen, so. Aber manchmal knackt man solche Sachen dann auch einfach mal vorbeigehen und dann hat man es gleich erledigt, ne? Ja. Hier ist ein Starterkabel. Und ein Zettel. Ach, guck, da ist das Rätsel. Ja, genau. 1, 2, 3. Bind. Für ein Spind. Der hier. Zahlenkombination. Ja, wir brauchen aber drei Zahlen. Ach, da, warte mal, das sind Symbole. Das sind Symbole. Ach so. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, was beleuchtet wird und welche Symbole das sind. Und guck mal. Ah, die 2 war der Kreis. Ja. Warte mal, war das nicht... Die 3 war der Pfeil nach oben und ich glaube, die 1 war das Viereck. Kreis, genau so hatte ich es auch in Erinnerung. Das scheint funktioniert zu haben, ja. Eine Kettensäge. Ja, meine. Die scheiß Bedroom. Sehr cool. Geht das nicht ab?
So. Kannst du mal gucken, ob du das hier noch aufkriegst damit? Warte mal, ich geb dir die jetzt auch nochmal. Wir haben nur eine davon, du sollst auch ein bisschen Spaß damit haben. Ich habe jetzt eine Wanze an sich, du hast auch noch eine. Wenn es überhaupt funktioniert. Ich glaube, hierfür brauchen wir unsere Brecheisen. Als wenn das nicht damit funktioniert. Alter, ist das so riesig, ey. nicht auf mich. Okay. Völlig enraged, ey. Sehr cool. Hier wohl noch eine Taschenlampe. Das wäre sehr nett. Ich sehe da drinnen nämlich so wenig. Ich leuchte dir mal. Wäre zumindest cool, wenn hier noch eine liegen würde. Ja, ich... Was war denn das jetzt? Das lädt, ne? Ich weiß nicht, ich hab so ein Geräusch von mir gegeben, als hätte ich mich erschreckt, also mein Charakter, dann hat sich alles gedreht und jetzt sind wir hier. Entweder getrennt. Mitch! Mitch, wo bist du? Ja. Das ist aber mal... Was ist das denn für eine Pfütze? So sehen die Backrooms mal cool aus. Ja. Also das Game hier kriegt zum Ende hin noch mal ein paar gute Sachen hin. Ja. Für ein Backrooms-Game. Weil es sind im Prinzip sind auch nur gelbe Wände, ne? Aber mit den Nebeleffekten und so, das hat mehr Horroratmosphäre. Ja. Nur dieses beschissene Neonröhren-Ton-Soundfile ist nervig. Aber der gehört hier nun mal zu, ne? Der soll, ist ja extra so nervig, weil das die Leute ja in den Wahnsinn treiben soll. Ja, das schafft's sogar. Ich habe hier einen schwarzen Pfeil gehabt. Ich sehe hier auch einen gerade. Vielleicht sehen wir denselben schwarzen Pfeil. Ach nee, hier sind noch mehr. Hier ist noch einer. Okay, nee, ich habe nur einen gesehen. Ah, jetzt habe ich auch mehrere. Vielleicht bin ich jetzt da, wo du warst. Bin ich das jetzt mal in so eine Pfütze getreten? Passiert irgendwas? Nein. Nee. Die sind noch wichtig. Die werden noch wichtig werden. Wahrscheinlich kommt irgendein Monster, was nur hören kann. Und man darf nicht in so eine Pfütze treten. Also ich hab... Das kann sein. Ich hab hier eine Taschenlampe und nochmal eine Kettensäge. Jawohl. Ich nehme eine Taschenlampe für dich mit. Walkie-talkie. Und hier steht, zieh alle Hebel und renn sie durch das Tor, damit es ihnen nicht folgen kann. Ich habe auch so einen Zettel und ich habe auch so einen Loot-Point, aber ich sehe dich hier nirgendwo. Kann es sein, dass wir uns vielleicht, dass wir in verschiedenen sind und dass es jeder für sich machen muss? Hörst du die Kettensäge? Nee, aber ich habe hier, warte mal, ich habe hier einen Schacht. Ich habe hier einen Schacht. Ja, nice. Ich will auch einen Schacht. Das ist ein Schacht. Ich glaube wirklich, wir machen das, das ist dieselbe Umgebung, wo wir gerade sind, aber wir sehen uns einfach nicht. Okay. Da ist eine verschlossene Tür. Hast du auch so eine verschlossene Tür? Ich habe da eine Taschenlampe gehört. Hinter mir. Da, doch. Was? Hallo. Hallo. Die Taschenlampe hat uns zusammengeführt. Oh Gott. Aber hier geht auch nichts. Warte, ich hab jetzt zwei. So. Ich hab eine eigene. Das hier, ich habe auch so einen Blutpoint gefunden. Ach so, stimmt. Diese Latten sind aber ganz schön hartnäckig. Ich sehe auch nichts hier. Es ist schon fertig. Wenn sich der Nebel gelegt hat. Ich sehe den ganzen Scheiß hier klein. Oh, hier ist sehr viel Saft. Saft im Kühlschrank. Jetzt sind die Taschen ja auch wieder leer. Ja, aber die Hälfte davon ist flüssiger Schmerz. Locker. Ach nein, das hat sogar noch ein Zeitlimit. Was knackst du denn da jetzt? Ich habe einen Schalter gedrückt. Das hat ein Zeitlimit anscheinend. Wir müssen jetzt in dem Zeitlimit 3 weitere Schalter drücken? Ja, ich denke schon. Oh Gott. Ah, oh Gott, was? Tschüss! Tschüss, Mitch! Der stand auf einmal direkt hinter mir. Völlig aus dem Nix. Scheiße! Oh nein, Mann! Du warst doch schon fast drinnen. Ja. Zerseg ihn, Robert! Zerseg ihn! Guck mal, da ist eine verschlossene Tür. Aber das ist eine völlig andere. Ja, egal jetzt.
Davon liegen hier auf jeden Fall noch mehr rum. Ja, ich glaube, in jedes ist so ein Schalter auch drin. Das heißt, wir müssen die eh aufmachen. Hier hinten. Was ist denn das vor der Tür? Da ist auch ein Schalter drin. Wie geht die denn auf? Schaut mit dem Radio hier. Okay, das ist eine Tür. Da müssen wir von der anderen Seite, ist da so eine Holztür. Ich glaube, die müsste aufsägen dann. Dass die Tür dabei aber nicht kaputt geht. Ne? Ich arbeite halt sehr präzise, Robert. Sehr gut. Okay, dann ist hier hinten auf jeden Fall noch einer. Noch eine zur Sägetür. Da. Ist aber auch nicht der Raum, den man von der anderen Seite gesehen hat. Ach, hier ist ein Schacht. Ah, okay. Ah, so. Natürlich keine Lampe. Ja, eine Säge. Ist mir auch viel lieber. Ist mir viel lieber so. Ich drück den einfach auch mal. Das ist Nummer 3. Aber wie blöd ist das denn? Die Tür geht nicht auf. Also man kommt nur durch diese Schächte hier rein. Ja. Und wie das wird doch noch irgendwo ein Schalter versteckt. Das wird ein Wettlauf dann. Wir haben zwar genug Saft, aber das wird ein Wettlauf dann, alle Schalter zu drücken. Da geht die Tür nicht auf. Bitteschön. Die Tür mich verarschen? Hier ist aber auch nichts, nur Saft. Nicht mal ein Schalterausrichter, hier sei der letzte Schalter drinne. Hier ist einer. Ach, und hier ist das Tor. Hier ist Nummer 4. Als wenn ich da nicht drunter durchkommen würde. Guck mal, als wenn wir da nicht drunter durchkommen würden. Ja, easy. Okay. Das ist schon der letzte, okay. Weiß das ja nicht, hier, wo du bist. Das war Nummer 2. Ich bin beim Schalter Nummer 2. Ich muss den ersten noch finden. Ja, da ist so eine Tür zum Aufsägen. Was die du auch gerade noch erwähnt hattest? Ich glaube, ja. Ich habe auch gerade lang geschlichen. Ja, dann säge ich die doch noch einmal schnell auf. Oh Gott! Oh! Ich bin tot. Hat direkt um die Ecke auf mich gewartet. Scheiße. Ja, alleine ist das hier Blödsinn, glaube ich. Oder soll ich es einmal versuchen? Ja, mach. Ich sehe es ja trotzdem. Probier. Nee, ja, siehst du, das war der erste. Ja, jetzt ist der zweite gerade ausgegangen. Ja. Ich glaube, wir müssen in der richtigen Reihenfolge dann auch drücken. Bitte? Das ist aber langsam echt asozial hier. Nee, 2. Na dann, wenn du es schaffst, mach. Das Monster rennt hier gerade nicht rum. Ich denke, bevor ich hier meine Zeit endlos verplemper. Ja, weil eben. Ich habe natürlich weder Mandelmilch noch sonst irgendwas, ne? Weil hier ist völlig falsch. Nein, es war richtig. Da hinten. Da hinten durch die Tür und dann durch den Tunnel. Nimm die Scheiße hier und. Die sind noch grün. Nummer 3. 3. Hier wieder raus. Tor, einfach weiter den Gang. Ja, komm. Ah! Schneller! Komm. Lauf mal, das geht hier bleiben und tot! Woo! Und jetzt schnell durch! Ja! I did it! Und nochmal! Warum? Ich weiß nicht! Ja, ich weiß es auch nicht, ich mach es einfach! Oh nee, nicht schon wieder. Das habe ich auch schon x-mal gesehen. Aber auch schon in schönerer Form, zum Beispiel bei The Complex. Das stimmt, aber da hinten steht jemand, glaube ich, im Fenster. Red Light. Welches? Nee. Das in der Mitte? Das da? Aber das siehst du ja jetzt gerade gar nicht. Nee. Nee, da steht kein. Also meiner Meinung nach steht da niemand. Kann auch irgendwas im Regal sein. Jetzt hol mich erstmal! Hol mich mit! Hotel Backflash. Ist schon wieder. Was haben wir hier? Wie man gefragt hat. Die Fächer kennen wir doch! Haben wir es nicht gerade erst gemacht?
Haben wir das nicht auch bei Escape the Backroom gemacht? Ich sehe es ja leider nicht. Schließfächerwand mit Hotel? Ja. War das nicht in diesem Game schon oder war das bei Inside? Nee, das war in diesem Code. Aber ich glaube, das ist für den Code jetzt, für den Vorstuhl, oder? Den du da brauchst. Also für mich sieht das eher nach diesem Nummernpad auf dem Fahrstuhl aus. Nein, das ist nicht das Keypad. Das sind die Fenster. Das sind die Fenster. Ah. Dann musst du die Fenster... Aber das sind eben... Musst du gucken, wo die Fenster sind, dass das auf dem Tastenfeld drückt. Die beleuchteten Fenster. Ja. 4, 1, 5, 3, 4. Genau. 4, 1, 5, 3, 4. Kann ja alles nicht so schwer sein. Hier. Hier. Eins. Drei. Fehlt eins. Nee, eins. Eins? Nee, eins, vier. Du hast eine Eins vergessen. Also als Vorletztes kommt eine Eins. Drei. Eins. Vier. Sehr cool. Yeah. Die Codecrackers sind wieder unterwegs. Jetzt müssen sie aber wieder auftauchen. Ich hoffe. Ja. Sehr gut. Ach, jetzt sind wir auf der... Hier sind wir jetzt. Ah, das sah jetzt sehr komisch aus. Das ist für einen Umweg, wir machen mussten, um einmal kurz hier rüber zu kommen. Echt mal. Aber ich find's cool gemacht, dass die verschiedenen Level hier miteinander verbunden sind auch. Das war jetzt aber echt unnötig. Loading Screen, 3 Sekunden laufen, Loading Screen. Und, warte mal, was? War, okay. Ja, ist natürlich, ja. Ach, wunderschöne Sternnacht, Robert. Warte, Taschenlampe erstmal. So. Sehr cool. Schließ die Tür hinter dir ab. Das ist ein guter Rat. Das machen wir immer. Hier kommt ja fast so ein bisschen Silent Hill Atmosphäre auf. Einfach mal zum erstbesten Haus und an die Tür klopfen. Hallo! Hallo! Immer, wir schließen die Tür hinter uns ab. Was ist denn hier? Emergency! Wir können die nicht abschließen, die Tür. Nee, hier. Hier ist ein Schloss. Ah. Ich stehe im Weg, ich weiß. So. Ach, hier auch. Tschüss! Ich bin safe. Ja, ich will mich jetzt hier natürlich erstmal umgucken. Nein, ist ja auch gut. Wir werden schon sehen, wenn was Gefährliches passiert. Bis jetzt ist ja hier alles ganz entspannt. Das ist bis jetzt die wohnlichste Anlage, die wir hier hatten. Ja. Nee, da kommt was. Kommt da kommt was. Was ist das? Kommt ja immer wieder. Hörst du das? Es kommt von draußen. Ja. Ist die... Ach so, wenn es dann reinkommt, dann... Ich glaube, ich schließe mich mal lieber hier ein. Guck mal hier aus dem Fenster. Ich will's hier aussehen. Das klingt ja, als wäre es nah, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, ich muss da rausgehen. Ich frage mich halt, warum kann ich denn die Haustür nicht zumachen, aber alle anderen Türen? Ich geh da jetzt raus. Ich versuche von oben was zu sehen, aber... Ich gehe da jetzt raus. Ich will mir meinen Zuschauern das Ding hier zeigen. Warte mal. Ich will hier jedes Backroom-Monster sehen. Ich will das Monster-Design checken. Oh, Entschuldigung. Ich habe hier schon was... Warte. Ich höre erst mal auf. Hier ist nämlich irgendwas zu machen. Wow, das ist aber... Was ist das denn? Ist das ein riesiger Tintenfisch? Nein, jetzt will ich es auch sehen. Mitch. Ja, du kauerst da so feige in der Hütte rum. Ah. Komm raus da. Komm mit auf die Straßen. Hier ist die Action. Wo bist du? Da kommt er. Ist das? Das ist eine fette Zecke. Wo bist du denn? Da hinten siehst du den Kopf. Und die Tentakelarme. Ach, da. Aber ich hab, in dem ersten Haus konnten wir was machen. Das läuft ja nicht weg. Nee, aber wir müssen das Haus nur wiederfinden. Was ist denn das? Guck mal, der schneidet uns gerade. Hallo! Du bist gar nicht so gefährlich, ne? Pass auf, wenn es gleich... Ja, wenn es gleich angefangen... Ah! Hallo! Oh, ich bin unter ihm. Das ist Glotzkowski.
Der guck schnallt mal. Dich nicht. Hallo, na? Wie geil ist das denn? Er mag mich halt oder einfach. Hi. Und das Spiel ist so broken an einigen Stellen. Patsch. Ich komme ja auch nicht. Komm ich es hier? Ist einfach ein laufender Augapfel. Guck mal, der stalkt dich auch. Ich glaube, kann das ich den. Neuen Begleiter. Ich habe ein neues Haustier. Los, süß. Komm mit. Lupschi, der Augapfel. Warte. Das hier ist mein Freund. Das hier ist Horror Heaven. Mach ihn das nicht, der macht dich gleich platt. Mit solchen Leuten hängst du rum, Batsch, Alter. Ja, ah, echt. Ja, toll. Was ist das denn jetzt? Jetzt tötet er dich nicht mal. Egal, dann geh ins Haus und geh ins erste Haus und mach was da zu tun ist. Hä? Ich glaub, der ist in mir geglitscht. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich versuche jetzt wirklich mal nach Haus zu gehen. Mal gucken, ob ich den mitschleppen kann. Der passt doch in kein Wohnzimmer. So, komm mit. So. Hallo. Und? Oh, was ist das? Deswegen sollst du die Tür abschließen. Oh. Was war das? Es gibt noch mehr Hausbesetzer außer uns. Oh Mann. Das kann ja was werden hier. Das wird lustig, ey. Absolut. Aber im ersten Haus gab es ja direkt ein Rätsel, meintest du hier. Ja, also, was heißt ein Rätsel? Da war ein Computer, den konnte man anschalten oben. Mal gucken, ob der noch steht. Ach, immer die Taschenlampe. Ja, hier. Und wenn ich da nämlich drücke, dann erscheint hier ein Security Terminal. Und ich weiß nicht, ob da. Siehst du das? Ja, das ist ein Ladebildschirm. Okay. Ein Ladebalken. Kann natürlich sein, dass wir das in verschiedenen Häusern machen müssen. Und weg. Aber jetzt kann man auch nichts mehr andrücken. Nö. Ja, wir wissen auch wirklich nicht, wir haben keine Quest oder sowas, ne? Nö. Dann machst du mal bitte die scheiß Lampe an. So. Ah, warte. Ah! Alter! Jetzt wollte er dich aber, glaube ich, echt töten. Ja. Okay, da ist jemand im Haus. Und, ach nein, es ist das typische Horror-Asset-Haus. Aber es sind doch alles unterschiedliche Häuser hier, ne? Ja, aber hier ist das Nine Child Street House oder das Sch-Haus. Ja, wo es sich überall drinne war. Fears to Fathom auch, ne? Ja. Okay. Das Carstens Haus war es, glaube ich. Aber hier ist so ein Typ drin. Dann gehe ich mal zum nächsten. Ist das wirklich nur ein Computer immer pro Haus? Weil es gibt hier echt viele Häuser, wahrscheinlich ist es so. Vielleicht müssen wir auch noch ein paar davon anmachen. Zum Triangulieren unserer Position? Keine Ahnung. Aber ich muss. Hier sind Motten. Motten auch noch. Das hier sieht gut aus. Hier ist was. Und das ja, ist natürlich. Das hier auch, ja. Und da ist ein Creep natürlich drin. Man hört ihn so halt durchs Haus schleichen. Aber mir höre ich absolut gar nichts. Ja, er hat mich. Toll, ich bin tot gleich. Vielleicht kommst du ja noch weg. Nee, ich bin im Hinterhof. Obwohl, nein. Da gab's keine. Da gab's nichts zum Entkommen. Schade. Huh? Das sind die Spitze. Ach guck mal, den sehe ich bei dir gar nicht. Ja, aber die Creeps sind auch weder blind noch taub. Man kann nicht an denen vorbeischleichen, wenn sie einen sehen, ist auch vorbei. Ja. Das sind ganz schön miese Kandidaten hier. Das wird so ein Level, was eigentlich relativ kurz ist, aber sich so lange zieht, einfach nur wegen diesen Creeps. Boah, ein Energieriegel und ein Saft. So, warte mal, ich muss mal. Ist da noch so eine Schalttafel? Oh Gott, was? Wie? Wie kam da jetzt da raus? Wenn jetzt hier zwei. Wird das angezeigt? Ich bin hier.
ich sehe es. Da ist das Exit. Siehst du den Bildschirm, den ich vor Augen habe? Unten das rote blinkende Haus. Nee, nur ganz klein. Da ist ein blinkendes Haus. Ich glaube, ich muss dem roten blinkenden Haus. Kann das sein, dass ich da gerade war und da gestorben bin? Nee. Nach rechts gerade durch. Einfach gerade durch bis zum Ende und wieder rechts bis in die Ecke. Ganz hinten links in der Ecke. Ja, ich will da jetzt einfach mal hin. Das wird schon seinen Grund haben, dass das hier blinkt. Mach das. Hier ist aber nichts in dem Raum, oder? Ah, im Nebenraum. Da leuchtet was. Ja. Ein Rechner. Hier kann ich zumachen. Das ist wichtig. Ich muss jetzt hier dran sitzen bleiben. Ja. Ciao. Jetzt zurück zum Tor. Ja. Da lang? Da lang. Dann rechts. Oh Gott, bei mir schleichst du immer noch. Ich sprinte! Das sieht so creepy aus. Oh Mann. Jawohl! Haben wir es jetzt geschafft? War das das Ende? Ja, mal gucken. Geht jetzt erst los, ey. Jetzt aber auch gedacht, dass jetzt irgendwie eigentlich Loading Screen kommt. Nee, irgendwie nicht. So, ab in die Tür hier. Da, ja, endlich! Oh. Heftiger Scheiß da, ey. Restricted Area. Jetzt geht's zu den SCPs. Oh Gott. Okay, wir müssen wieder 4 irgendwas aktivieren. Lass uns gerade die Ursache hinten kann. Was? Der kann eine Karte, womit er überall durchkommt, okay. Oh, hier ist ein Video. Hier ist ein Brecheisen. Und dann? Okay. Alter! Guck mal auf den Boden. Ja. Das hat er ja gerade erklärt. Die riesen Fußabdrücke da. Ach da. Oh Gott. Schuhgröße 70, ey. Wir müssen den da reinlocken. Oder? Nee. The platform should remain closed and will automatically open up when the process is complete. Okay. Manually opening the platform can cause harm to the affected person or others in the laboratory. Please make sure to clean the equipment and replace all the materials before leaving. Wir müssen uns hier reinstellen, ne? Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das nur für den ungefährlich, der hier drauf steht. Was macht dann der nicht hier drauf steht? Ich weiß es nicht. Werden sehen. Wie kannst du dich da ruhig aufstellen? Hast du jetzt das Brecheisen genommen? Ja, aber selbstverständlich. Okay. Kann ich denn? Ach, man kann das wirklich schieben. Aber das geht ja nicht. Wir müssen ja erst dann das Ding aufladen. Genau, hier diese 4 Schalter, ne? Genau. Wie geht's? Ja, es ist halt echt immer wieder, das wiederholt sich in den Level viel zu krass, diese ganzen Schalteraktionen. Ja. Ich würde gern erstmal eine Taschenlampe. Warte mal, ich hab das Brecheisen. Ja, hier hinten ist schon einer. Ups, jetzt habe ich irgendwas gefressen. Schmecken lassen. Inventar. Ist denn also jetzt eine Art hinter. Hier ist ein Labor. Und ein Creep. Aber du hast doch das Brecheisen, oder? Ich hab das Brecheisen, genau. Ich habe hier den Schacht aufgemacht. Achso, weil hier ist nämlich auch noch ein Schacht. Du meintest, hier ist ein Creep. Ah, ich hab einen. Okay, warte mal. Ich hab sogar eine. Ein Mandelkonzentrat. Okay. In dem Labor hier ist gar nichts? Weiß ich nicht, da ist so ein Creep rein. Hier ist überhaupt nichts drin.
vielleicht so wieder rausgegangen. Aber das Ding hat ja nur eine Tür. Ich kann's dir nicht sagen. Hat er sich hier auf die Liege gelegt und prankt mich jetzt? Da hier liegt einer auf der Liege. Ich weiß es nicht. Aber hier sind Schiebetüren. Der kann natürlich hier überall hinten raus sein und so. Okay. Ja. Hier ist so ein Brecheisen im Labor. Brecheisen habe ich inzwischen. Ich bräuchte nur eine Taschenlampe mal noch. Hinter der Tür höre ich ihn rumschleichen. Ach, hier ist das Brecheisen. Hier ist noch Mandelkonzentrat. 2. Genau. Das heißt, wie viel hast du? Ich habe 1. Dann brauchen wir nur noch 1. Mandelkonzentrat? Mhm. Wir müssen die mitnehmen? Ja, die sind für die Anfangsvorrichtung. So. Oder? Der hat doch gesagt, das ist hier Mandelkonzentrat. War das nicht? Anfang nicht so richtig mitgekriegt, nee. Oh, da kommt er. Ja, hier muss Mandelkonzentrat rein. 2 hab ich. Und wir müssen den... Oh Gott! Ich bin tot. Wir müssen den dann da reinlocken, auf jeden Fall. So! Wieder rauflocken, ey. Meine Fresse, Das kann ja kompliziert werden. Ja. Ich glaube irgendwie... Weiß ich nicht, ob wir mit Mandelwasser... Vor allem soll der nicht genau auch so rumstehen, wie es hier auf den Fußabdrücken steht? Ich glaube, das ist egal. Hauptsache da drauf. Hoffentlich, Müssen wir wie nur rumdrehen. Gut. Erstmal finden. Er macht ja hier eigentlich immer seine Runde. Ich glaube, wir müssen hier echt eigentlich nur am Anfang stehen bleiben, warten, dass er an uns vorbeikommt. Wir haben keine Chance, ihn das ganze Level zu baiten. Dafür haben wir zu wenig Ausdauer. Ja. Ich nimm nur noch die Brechstange. Da kommt er ja auch schon. Ich versuch's einfach mal. Mach das. Hier bin ich. But. Da ist sie eingesperrt. Easy Nummer. Du bist einfach viel zu dumm, ey. Sehr cool. So, was mache ich jetzt mit denen? Wir müssen die Dusche, glaube ich. Die Dusche hier hin. Die hier. Und die dann anschalten. Der Schlauch wird immer länger. So, und. Die stinkt auch schon echt abartig, Kollege. Ah, will das nicht abkriegen. Tschüss! Ja, ich fühle mit dir mal besser. Klatsch. Das Problem ist nur, wie kriegen wir jetzt die Dinger wieder auf? Ist aufgegangen. Hey, das Kollege! Das war ein Mensch? Dankeschön. Das war mal. Ist dir gut, mal besser? Gut, danke. Tschüss. Abgezogen. Kommen so zwei Penner mit Brechstange und ziehen ihn ab. Haben wir hier irgendwas übersehen? Also ich kann zurückgehen. Du kannst zwar zurück, aber geht's denn da weiter? Ich kann zurückgehen. Ah. Aber. Ja, und jetzt? Das ist. Ja, jetzt ist die Frage. Aber es ist ein möglicher Weg. Ach Gott, oder haben wir hier jetzt irgendwas übersehen noch? Das war das Mech-Haus, ne? Ich glaube, hier auf der Karte gesehen zu haben, dass es hier auch noch einen speziellen Exit-Bereich gab, der ausgeschildert war. Okay. Genau, wir müssen jetzt bei diesem Mech-Haus sein. Wir müssen wieder zurück ins... Ich gehe einfach mal wieder raus, zurück zu dieser Tafel. Ja, wenn du eine Taschenlampe irgendwo siehst, schrei mal. Müsste draußen vor der... Da ist doch die Bank mit den Taschenlampen. Ah, ja. Vor. Ja, stimmt. Das war hinten. Verkehrt rum. Genau, hier liegen 4 Stück. Und wenn man jetzt hier guckt, man steht... Ja, da blinkt es auch rot. Locked. Wieso steht da locked bei dem Haus? Und da ist noch ein Exit-Bereich eingezeichnet.
im Osten der Karte. Ah ja. Aber ist die Frage, was steht das Lock da einfach nur noch so oder weil wir dort tatsächlich noch die Keycard brauchen? Aber wo, ist das nicht da, wo wir gerade sind? Genau, das ist das Haus hier und das Haus wird uns da als locked angezeigt. Das ist, warte mal, das hier ist das Mac. Das heißt, ne, das ist das runde Ding. Achso, das siehst du ja nicht. Das heißt direkt dahinter. Das heißt, theoretisch. Wenn ich hier einmal um den Zaun rumlauf. Okay. Da. Da ist das Tor. Stopp. Soll ich gehen, ja, oder soll ich mich... Hinter. Hier. Niemand hat irgendwas verpasst. Nummer 5. Das... Ich habe aber die Karte ja nicht. Die Karte hast du gehabt. Ach nein, habe ich ja. Habe ich einstecken. Ja, die sollte auf jeden Fall in deinen Besitz übergegangen sein. Tschüss. Tschüss. Oh, hallo! Sehr schön, ab ins Kornfeld. Oh, ein Bett im Kornfeld. Ah, Goodies. Pack dich erstmal voll. Ja, du dich auch. Also ich bräuchte nur ein bisschen Saft. Und Saft, sonst hab ich alles. Da. Ja. Dann nehme ich noch ein Mandelwasser mit. Sehr gut. Na, wo geht's lang? Richtung rotes Licht wahrscheinlich, ne? Du siehst da ein rotes Licht? Ich sehe ein rotes Licht. Wie war's mit den Grafikeinstellungen? Nein! Ich geh ins Feld! Tschüss! Nein, ich komme. Oh Gott. Ciao. Oh Gott, das hätte ich nicht machen sollen. Bist du tot? Ich komme nicht mehr raus. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Nein! Oh Gott, ich hätte das nicht machen sollen. Ja, jetzt bleibt mir keine Wahl, als zu laufen. Oh, warte, doch! Bist du raus? Ich bin raus! Aber ich sehe dich nicht. Ich bin ziemlich weit hinten, also ich komme wieder vor. Merke, gehe nicht ins Weizenfeld. Ach, da hinten. Hallo! Hallo! Da ist jemand hinter dir! Da ist jemand hinter dir! Was? Oh nein! Da ist jemand hinter dir! Lauf, Robert! Ich versuch's! Ich hab warte Schokoriegel. Nein! Ach, der zieht mich mit! Mein Schokoriegel! Ins Kornfeld, ich schmeiß meinen Müll hier einfach in die Natur. Sie kommen aus dem Kornfeld! Oh Gott, renn! Lebst du noch, Robert? Nein, ich bin tot! Scheiße! Im Kornfeld habe ich ihn eben rumrennen sehen. Ja, da hat er mich ja reingezogen. Da sind irgendwelche Sachen. Hier ist ein Zettel. Ich schalte die Windmühlen ein. Die Lichter werden dir den Weg rauszeigen. Funkgerede. Talkie, Dasselbe nochmal. Themazeichnung, genau. Oh, Möhren! Gönn dir eine Möhre! Jetzt muss ich aber ins Korn. Okay, immer zu den roten Lichtern. Wenn du die siehst. Ich sehe sie. Das ist wie eine riesige Sonne am Himmel. Ich sehe, echt, bei mir ist nichts rot. Das ist richtig heftig, ey. Du wirst es ja später mal hier sehen. Das ist ja echt krass, wie wir einfach unterschiedliche Spiele sehen, ey. So, ich bin bei der ersten Windmühle. Ich sehe nicht mal die Windmühle. Was? Ich habe gerade angeschaltet. Das Ding ist 30 Meter hoch. Da ist nichts bei mir. Da ist nichts. Du hast ein leeres Feld da. Das ist ja richtig kacke. Und kein... Hier ist ein Creep. Ja, zerseg mich. Ich seh nicht mal den Creep. Du hast jetzt nicht gesehen, wie er mich zersägt. Nein, bei mir schwebt deine Lampe jetzt einfach. Backalarm! Ah, jetzt, guck mal, jetzt sehe ich die Mühle. Ja, eine grüne, eine rote. Nee, ich sehe nur grün. Ich sehe nicht mal rot. Oh Mann. Wie sollst du denn im Kornfeld klarkommen, wenn du nicht siehst, wo du hin musst? Ich glaube, ich muss dir einfach hinterherlaufen. Ich glaube, hier gibt es noch Taschenlampen. Ja. Mir bleibt ja gar nichts anderes übrig, wenn ich sie nicht sehe.
Ey, nimm doch diese scheiß Lampe. So. So. Ja. Das ist natürlich schon. Ich meine, du hostest das Spiel. Kann natürlich sein, dass nur der Host das sieht. Aber wie blöd ist das dann bitte schön gemacht? Aber letztes Mal habe ich hoste immer und du hast die Leiter gesehen und ich. Oh, warte kurz. Nicht zurennen. Stimmt aber auch wieder. Ich muss noch Taschenlampe ausrüsten. So. Ich dachte, du wolltest noch Salat pflücken. Siehst du mich? Bist du bei mir? Ich seh dich, ich bin hinter dir. Ich meine, den grünen Punkt sehe ich. Da können wir uns okay, auch das treffen. Das ist doch erstmal dein erster Fixpunkt. Ja, der hat sogar eine Kettensäge. Jetzt sehe ich was Rotes. Tschüss! Der rennt, der hängt dir am Arsch. Ich weiß. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Ich habe auch gesaftet und geriegelt. Oh nein, wo ist mein Saft? Ich habe unendlich, ich hab unendlich Ausdauer. Ich stehe im Matsch. Komme ich denn hier durch? Hier ist einfach nur Zaun. Hallo Robert. Oh, hallo. Muss ja einen Weg durchgeben. Ja, ich glaube, wir müssen wieder außen rum. Ich habe auch endlos Ausdauer. Meine ist jetzt zu Ende. Keine Ahnung. Jetzt ist sie grün. Jo. Letzte, da hinten. Hier gibt's Reinforcement, Saft und Riegel. Saft und Riegel für alle! Juhu! Wie bist du denn hier durch? Hier ist schon wieder nur dieser Zaun. Ich renne hier einfach straight durch. So. Easy. Drei! Habt ihr eure scheiß Lampen? Ich glaube, zwei Stück fehlen noch. Was will ich da? Das waren nur drei. Nee, fünf. Mann! Na toll. Ich bin noch kurz an dir vorbeigestratzt. Hast du noch unendlich Ausdauer? Ja. Toll, ich bin tot. Nee, ich nicht mehr. Ich muss hier irgendwie immer wieder alle 5 Meter erstmal Luft holen. Jetzt sieht's aber gut dann aus. Dann liebe der endlos Ausdauer-Bug. Also bist du tot? Ich bin tot, ja. So. Bei mir kommt so ein Creep um die Ecke einfach. Ich habe ja keine unendliche Ausdauer. Ja, auch mal Glück haben. Ja. Ich habe den speziellen Saft gefunden. Ich hatte einen Corny Power Riegel hier. Was ist denn das da? Hinter dir. Oh, ich habe sie gedrückt. Grüne Lampen. Da ist ein Parkplatz. Sehr gut. Oh, ein Supermarkt. Arcade! Ey, wir gehen zocken jetzt, Robert. Yay! Yeah. Ich geh zocken jetzt, Robert. Ach komm, ich komm gleich mit. Du holst mich wieder. Du musst mich freispielen. Genau, Julius. Extra Lives, ey. Sieht aber eher nach einem Kino aus. Jetzt so, wenn man davor steht. Bin gerade drin da. Ich dachte, die Tür drückt mich weg, aber sie drückt einfach durch mich hindurch. Woo, ich bin da. Robert, jetzt lade ich dich ins Kino ein. Mit dem ganzen Stress hier. Danke. Bitteschön. Was haben wir denn hier alles? Nichtssagende Plakate. Das Leben das muss ausgeglichen sein. Sinkwave. Eins. Die eins wichtig? Nee, die ist hier sind Automaten. Doch eine Arcade-Halle. Ja. Aber irgendwie scheinen die. Das hier! Ja, die ist ja nicht so im guten Zustand. Hier steht Start. Was Start? Das geht nicht! Wir haben keine Münzen dabei! Oh nein! Sorry, ich dachte ja, das sei ein Kino. Gab es am Anfang noch Taschenlampen vielleicht? Nein, auch nicht. Aber auch komisch. Deswegen eigentlich immer am Start irgendwas. Ja. Na gut. Boing, boing, das ist noch eine Tür. Nee. Ja, wird schon noch was kommen hier. Oh, hier ist wieder die Tunnelgeschichte. Was ist hier noch? Hier ist dunkel. Errungenschaft freigeschalten. Beat the game in easy difficult. Dafür gibt es doch eine Errungenschaft.
Wir haben es geknackt, Robert! Juhu! Wir sind durch! Juhu! So, wie der Zufall so will, gerade fertig geworden, kommt ein neues Update raus mit 3 neuen Leveln, die schauen wir uns natürlich auch gleich noch an. Also, weiter geht's in dem Arcade-Level. Hoffentlich können wir jetzt mal was zocken hier. Ich hoffe, wir kriegen noch... Wie, du hast noch eine Taschenlampe. Ja, selbstverständlich habe ich eine Taschenlampe. Ich habe nichts! Ist nicht am Eingang von der Hotel, in der Lobby, was? Ich habe gerade noch was geguckt, aber da liegt nichts mehr. Hier sind Pfützen, die sind immer gefährlich. Also kommen hier auch gleich wieder Creeps. Oh Gott, ich weiß auch gar nicht, was wir hier machen müssen. Gab es einen Zettel irgendwo am Anfang? Nee. Ja, ich glaube, da ist einer. Ah ja. Ja, aber wie cool. Ich will das alles spielen. Der Code sollte irgendwo hier sein. Der Code für den Fahrstuhl wahrscheinlich, ne? Das ist ein Fahrstuhl? Ja. Es hat eine Taste. Mal gucken, wie viele wir drücken können. Nichts. Gleich düst der los, halt. Ciao. Instant die richtige Kombi gefunden. Kann immer mal passieren. Weil ich persönlich war schon mehrfach knapp dran. Also ich habe ja auch einige Sachen davon auf Video festgehalten hier auf meinem Kanal. Stimmt. Also der Code muss irgendwo hier sein. Hier, warte mal. Hier sind Tickets. Ich kann die Tickets aufheben. Alter! Nimm mir nicht alle Tickets weg! Ich dachte, du nimmst sie mir weg! Nein! Da steht aber 931. Ist das vielleicht... Habe ich jetzt hier ein Ticket? Oder kann ich die hier reinstecken? Nee, ich konnte gar keine mehr aufnehmen. Mein Inventar ist voll, jedes Ticket mit einem Platz weg. Was? Alter! Inventar zugeschissen jetzt mit Tickets. enthält den Code für etwas. Dann komm rein. Ich denke, das ist der richtige. Dann 9. 3. 1. Oh, komisch. Hello and welcome to the MEG Civilization. Hallo. Our goal with this project is to create a safe and habitable living space for everyone. Das klingt auch super. Private one-bedroom studios and advanced safety devices, you're sure to stay safe within the walls of this civilization. Okay. However, due to the nature of our environment, there are a few safety tips you should always follow to prevent unwanted dangers. The first tip is to always stay aware of no clipping, which is when someone may fall through a floor into a different, often more dangerous level. We've taken the time to mark these areas with yellow tape. Sometimes, authorized personnel may need to no-clip to other levels in order to fix power outages. When doing so, be sure to always carry a flashlight and pay attention to the traffic lights posted near each area. Wissen wir alles, wir sind Profis. Ja. Indicate that there's danger nearby and you should wait before entering. Okay. The green light indicates that there's currently no danger nearby, but you should always be alert as you will be outside of our civilization. If you're interested in pre-ordering a space in the MEG Civilization, please contact your nearest outpost. Wird gemacht. Du hast meine Taschenlampe. Hier wieder. Ja, cool, ich muss gleich mal mein Inventar entleeren. Ja, ich bin doch wieder rausgekommen. Nicht festpacken reinhüpfen. Ich muss überall reinhüpfen. Oh, es ist eine Karte. Level 0.2. 1, 2, 3, 4, 5. Ich will da reinspringen. Aber wie... Probier's. Es geht nicht. Na. Oh Mann. Also wir müssen... Ich glaube, wir müssen die Schalter drücken. 5 Stück. Bin hier. Was? The doors are locked from below. Die Türen sind von unten verschlossen. Also das sagt mir doch, ich soll doch in so eine Clipping Area rein. Was haben wir hier? Oh nein, das sind die Grinsefaces. Oh nein, aber diesmal lieber als das Kabelmonster. Okay, das heißt, warte mal, der erste Schalter müsste ja direkt hier hinten sein. Da ist so ein Schalter. Oh Gott! Das ist doch so eine Clipping Area. Ich bin tot. Was? Nicht hier durchlaufen. Da kommt was. Bei den Pfeilen? Ja, ich bin da rein, da hat mich was aus dem dunklen Gang geholt.
Achso. Ich muss mir das natürlich angucken. Ich dachte, das kam erst weiter hinten. Nein, das eine kam da. Krokodil ist das. Kam da direkt. Okay, dann nochmal. Ja, wir müssen also irgendwelche Schalter finden. Also die Türen sind von unten verschlossen. Ich glaube, wir müssen in diese No-Clip-Area. Warte mal, hier ist eine Tür. Ja, du guckst oben weiter, ich geh mal hier runter. Guck mal, die ist zugesperrt. Ich gehe zu den Grinsefaces. Mach das mal, wenn du was findest, sag Bescheid. Hier komme ich rein. In die Tür. Ist die Tür jetzt bei dir? Ja, du weißt natürlich gar nicht, an welcher Tür ich gerade Nee, ich weiß gerade nicht, an welcher Tür. Egal, ich mache hier einfach mal ein paar auf. Vielleicht gehen sie bei dir auch auf. Also hier ist jetzt bei mir auch nichts drin oder so. Kann mal gucken. Nein. Aber hier ist jetzt auch grün. Ich gehe einfach mal runter. Aber hier ist gar keine Tür. Da bist Tür. Du. Hallo. Moin. Aber da ist jetzt auch keine Tür. Tschüss. Scheiße. Oh Gott. Von hinten. Oh Gott, von vorn. Ich hatte... Na, jetzt ist hier offen. Ah. Der ist jetzt an. Hier geht die ganze Zeit, ich muss einen gewissen Bereich treffen eben halt. Und der Zeiger geht übel schnell hin und her. Da jetzt aber. Oh Gott, das was? Das ist aktiv. Was muss ich denn da drücken? Welche? Ach das, okay. Linke Maustaste. Hier stehen überall Toiletten. Also übrigens, daran mangelt es nicht. Du musst dir nicht in die Hosen machen. Stimmt. Ich habe jetzt auch einen Schalter angemacht. Das heißt, zwei sind schon mal an. Na dann. Gehen wir doch mal hier runter. Woo! Die Ecke, das müsst ihr denn... Und direkt tot. Ich bin runter, direkt tot. Direkt in so ein Viech reingejumpt. Und die Lampe dort... Die Lampe Toll. Dort hat angezeigt, dass es safe ist. Ne? Ja. Also war grünes Licht. Ja. Also auf die Lampen können wir uns mal richtig einscheißen. Man kommt auch nicht, ich dachte, das ist so eine Spiegelwelt, aber man kommt ja nicht genau so raus. Ja, hier ist auf. Genau, dann habe ich die aufgekriegt. Hallo? Genau, in so einem Schraum bin ich auch gestorben. Die sieht neu aus. Das kennen wir noch nicht. Nee. Ich glaube, hier ist auch so ein Kasten. Ich glaube, ich weiß sogar, welche Tür das oben ist. Da müsste sie hier gewesen sein. Ja. Sehr gut. Da war jetzt nur noch eins. Die Tür hier. Okay. Dann gucke ich einfach... Ja, versuch dein Glück. Ja, ich gehe einfach runter und entweder bin ich tot. Und dann findest du die Tür. Ja. Aber lass dich jetzt nicht extra töten, das... bringt nichts an. Ups. Guck mal, hier hinten wäre es, wenn... Und da. Sehr gut. Und hier. Typische Kartendreher. Guck, da ist direkt auch so ein Ding drin. Toll. Toll. Da müssen wir bestimmt gleich reinspringen. Toll. Was denn? So. Nee, wir müssen wieder zum Anfang, oder? Da hatten wir doch den Schalter. Zack. Ah. Nein. Warte mal, was? Nein. Warum hält das nicht? Okay, warte, ich nehm Saft. Du trinkst Saft. Jetzt, los. Next. Ging auch so. Aber das sah echt knapp aus. Das sah richtig eng aus. Wo geht's denn jetzt hin? In den Loading Screen. Oh Gott. Oh nein. Das klingt schon wieder nach so... Jede Menge Rumgerätsel. Ja. Tschüss. Der Fahrstuhl. Okay, wir haben irgendwas. Ernsthaft? Mitch! Ich bin in den Fahrstuhlschacht gesprungen, natürlich. Und hier ist so viel Saft, aber keine Taschenlampen. Scheiße, jetzt habe ich denn keine Taschenlampe mehr. Obwohl, nee, hier liegt aber so viel Saft. Ich glaube auch nicht, weil du ja selbstverständlich auch in diesen Fahrstuhlschacht springen wirst. Nein! Okay. Natürlich. Geronimo! Ah! Nicht jetzt! Lass mich doch erstmal raus! Ich komm nicht, ich steck fest! Oh Mann! Hier! Mensch, sag mal an! Huch, wie mir das ein Spiel getappt. Da liegt ein Zettel vorne. Ach so. Sag mal die Reihen.
3. Ja? Ist das 5 oder 6? 2, 4, 7? 4, 5, 6, 7, ja. Denn 5? 2, 4, 5, hab ich. 2. Hab ich. Raus geht's! Die Tür ist auf. Achso, die Tür ist auf. Willkommen! Ja. Die Tür ist doch nur wirklich breit genug, Mann. Die Taschenlampe? Nee, ich habe einen Loading-Screen. Oh, okay. Nee, jetzt ist die Musik... Nee, jetzt ist die Musik... weg. Dieser Gang ist zu eng für uns beide. Ich glaube ja, ich gucke ja, ob irgendwie eine Tür aufgeht, aber das scheint nicht zu funktionieren. Das sieht einladend aus. Folge dem blauen Licht. Hier sind auch zwei so Dudes nebeneinander abgebildet. Die müssen vielleicht nebeneinander und dann sprinten durch irgendeine Tür durch. Ups. Müssen wir jetzt beide da drauf? Nein? Reicht einer? Und einer muss dann unten? Irgendwo unten drunter? Ach, da hinten. Tür. Ja. Da durch. Ist wahrscheinlich noch irgendeine Platte. Ja. Ja, ich komme jetzt auf jeden Fall nicht mehr durch. Ich suche, warte. Kein Problem. Hier ist ein Schalter. Was hast du getan, Robert? Ah! Mach die Platte auf! Mach die Platte auf! Ich komme, ich renne. Hilfe! Nein, ich bin tot. Ich stehe drauf. Ich bin tot. Das Ding hat echt unnötig viele Arme. Und sobald du durch bist, lass ich das Ding wieder zu. Vielleicht kommt das Viech da nicht hinterher. Ich weiß ja nicht. Ja. Ach, hier geht's auf. Hier geht auch auf. Nein! Geh doch nicht weg! Doch. Mitch! Du hast mich eingesperrt. Du warst doch durch. Nein, ich dachte, war ich du nicht. Warst durch. Nein! Ich dachte, du warst so eine Scheiße. Jetzt! Das wäre so ein Jump'n'Run-Level. Ja. Aber mit unendlich Ausdauer. Ich glaube, der ist durch das Gitter durchgekommen. Ja, ja. Er ist direkt hinter dir. Ja, wie hat er mich jetzt erwischt? Mich auch. Dich auch? Gleichzeitig? Mich auch, genau vorm Exit. Das wären noch 3 Meter gewesen oder so. Jetzt sind wir auch gleich schon durch. Sind wir durch? Ist jetzt, kommt noch irgendwas? Ich nehme die Motorsäge. Hä? Was? Wo? Ich zersäge das Viech in der Mitte. Ich bin tot. Ich dachte, das war's schon. Das Ding ist, ich bin die Treppe hochgelaufen, weil ich das Ding zersägen wollte. Das war nicht zu sehen. Und auf einmal ist das aus dem Nix heraus da aufgetaucht. Aber wir sind ja hier. Hier hinten geht's genau. Weiter. Wieso liegt hier keine Motorsäge mehr? Ich hab die hier. Achso, alles klar. Alter, ist das riesig, das Teil. Ey. Oh Gott, was? Ich seh nix. Sieg, Robert! Mach ich! Sieg, wie du noch nie gesägt hast! Bin ich durch? Nee, wir sind durch! Durch! Wo sind wir? Hör auf zu wackeln! Nein. Wo? Ich wollte die Tür vom Latz zuknallen. Ich bin tot! Bist du auch tot? Ja! Ich hatte die glorreiche Idee, dir die Tür vom Latz zu knallen. Sieg! Schneller! Ist auf! Okay. Lauf. Okay. Nein, ich lasse schon wieder. Au. Das ist was Blaues. Ich häng fest. Oh Gott, wo lang? Ich kann's nicht mehr sehen, ich bin tot. Ich bin auch tot. Ja, du kannst aufhören mit der Kettensäge. Oh Gott, lass es doch. Hey, ab ins Loch. Nein, zu weit. Ich bin zu weit reingefallen. Was? Wo bist du? Ich weiß es nicht. Ich bin auch. Ich weiß es nicht, Robert. Ich bin auch falsch gelaufen. Hier ist eine Treppe. Ich renne einfach runter. Ich renne einfach immer weiter. Ich höre es hinter mir stapfen. Mach, renn! Nein! Grinseface. Das Grinseface hat mich getötet. 2 Stunden später. Das wird das Geburtstagslevel 2.0. Ja.
Gott, ich höre ja jetzt schon wieder. Ja, der ist sehr dicht hinter uns. Der ist richtig dicht hinter uns. So, wer ist jetzt? Ah, nein! Das scheiß Grinseface von hinten. Ich hab's. Jawohl. Oh Gott. Robert. Go, Robert. Go, Robert. Oh Gott. Yo, yo. Wie kacke ist dieses beschissene Level? Und auch diese Stressmusik die ganze Zeit, ey. Oh. Oh. Obwohl, es könnte noch das Hotel-Level sein. Hier geht's wieder in die Tunnel. Mhm. Das ist doch nicht das. Doch, hier stehen Gepäckwagen. Ja. Guck mal hier, das wieder. This way. Ja, genau, wir springen da einfach runter. Ah ja. Aber warum ist denn hier? Guck mal, hier ist C. B und A. Mit den Pfeilen dazu? Ach, hier ist, warte mal, hier ist eine Zeichnung. Wir müssen Fernseher verschieben? Fernseher? Okay. Ich weiß nicht. Dann suchen wir mal ein paar Fernseher. Oder? Das sieht aus wie ein Fernseher. Aber ist das so ein Gepäckwagen? Kann ich mir nicht vorstellen, nein. Die sehen ja nun völlig anders aus. Ah. Oh. Irgendwas müssen wir auf jeden Fall verschieben. Hier ist auf jeden Fall ein Fahrstuhl. Müssen wir, warte mal, komm mal hier rein. Vielleicht müssen wir beide drin stehen. So ein No-Brainer hier. Ach hier, TVs müssen nach unten. In dem Fahrstuhl auf jeden Fall. Ja, toll. Da ist elektrischer Strom. Also Achtung. So, ich gehe mal links rum. Ja, guck mal, die Fenster kennen wir doch. Ja. Das sind unsere Clue-Fenster. Was geht denn hier jetzt schon wieder? Der Tisch ist reserviert. Okay. Alle Tische sind reserviert, Robert. Wir werden hier nicht bedient. Oh nein. Oh, ich habe B. Ich habe B gefunden. B stinkt, ich will kein B. Alter, was will ich? Hast du gehört? Hä? Hä? Da sind rote Augen an der Tür. Moin! Ja, die zieh mich ja! Ich bin was? Tot. Ich bin zu neugierig für die Backrooms. Da tauchen am Fenster vom Hotelzimmer rote Augen auf. Und ich dachte, ich guck mal aus dem Fenster, was da ist. Und das kam durch die Scheibe durch, habe ich die Arme so gepackt, so klirr. Und mich dann totgewürgt, ja. Genau das ist passiert. Okay, toll. Ich fahr mal kurz nach unten, um den Fahrstuhl, um den Dings zu safen. So, Nummer B. Bitteschön. Ach, der zeigt dann, was zeigt der? Irgendein Symbol. Moment. Ah. Halte dich von den Fenstern fern, Robert. Obwohl, nee, eigentlich jetzt kannst du rüber zum Fenster hinrennen. Ja, eben. Jetzt will ich auch mal gucken. Da, genau. Der. Hallo. Da müsste noch mal eine Leiche liegen. Genau. Nur hi. Na? Was bist du? War das eine Fliege? Oh Gott. Tschüss. Nein. Bist du tot? Nein, aber hier waren rote Augen am Fenster und da kamen Spinnenvieh den Gang entlang. Das auch noch? Ja. Oh Mann. Alter. Spinnen. Warum müssen es wieder Spinnen sein? Alter, oh, das sieht aber auch... Fenster. Einfach nicht ans Fenster gehen. Nee. Toll. Ich bin hier voll eingesperrt. Okay, nicht mal... Gerade ausrennen mit dem Teil hier. Hier ist eine Art Lobby. Mama hat immer gesagt, ich soll nicht so nah vorm Fernseher sitzen. Ich glaube, ich bin tot. Das war ja richtig mies. Kaum habe ich die Schritte gehört, war das Ding schon direkt hinter mir, ey. Ja, das kommt richtig schnell angerannt. Ich habe nur zweimal hinter mir so tipp, 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 tipp gehört und war tot. Und vorher habe ich gar nichts gehört. Nichts gesehen. Nix. Ja, das ist richtig schnell. Der Fernseher hat den halben Weg geschafft. Geht aber auch genau in die Richtung, die ich hin muss.
Alter, kommt das ein nerviges Mistviech, ey. Zack und tot, ey. Oh, ich wollte vor allem, ich war noch im Raum. Ich war in der Ecke des Raums. Ja, ich hab auch noch einen. Ich hab auch. Ja, cool, hier direkt hintereinander weg, die Dinge. Kann ich nicht hier mit reinhauen? Nein, ich lass es lieber. Ja, wenn's passt. Ich weiß nicht, bevor es jetzt wegbackt. Der Fahrstuhl fährt einfach ohne. Also, das Ding bleibt einfach am Boden stehen und wir kriegen das nie wieder. Ja. Hallo, C. So. Oh, ein noch. Einer noch. Und er steht schon oben. Wer die Spinne hat ihn weggetragen. Der ist jetzt wieder weg. Den müssen wir wieder aus dem Zimmer holen. Ey. Sieht aus, als wäre es das Schwerste, was du jemals geschoben hast. Wer kann das denn sein? Ja. ja. Tschüss! Ich springe hier runter, auf jeden Fall, ey. Das sah besser aus als das Monster. Platsch. Die Dark Pool Rooms. Die Dark Pool Rooms, ja. So dark sehen die gar nicht aus, die Pool Rooms. Nee. Ein Fake ist das hier. Schwimmring! Vielleicht ist das hier aber auch wieder nur so ein 2-Minuten-Abschnitt. Weiß man ja alles vorher nicht. Nee. Einfach machen hier. Was ist denn für ein Zettel? Ja auch. Und ein Boot. Wenn du das Zeug für dich infizieren, wenn du reinrennst. Also nicht ins Wasser. So wie du jetzt. Mhm. Bist du mit drin? Ich stehe auf dem Boot. Jetzt sitze ich. Okay. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön, ja, da kann man viel erleben und auch Leute kotzen sehen. Ja, das Ding ist nur, ich glaube nicht, dass wir da vorne drüber kommen mit dem Boot. Ja, gehen wir da die Leiter hoch. Ja, wie sinnlos war das jetzt? Wir mussten nicht durch das giftige Wasser rennen. Ah ja. Steht da auf Stand auf Zettel, das hatte ich, das infiziert. Apropos, Robert, du warst drinnen. Bleib mir mal vom Leib hier. Das sind Ventile. Kannst du die drehen? Ich konnte das drehen. Jetzt ist vorbei hier. Okay, dann stellt sich das zurück. Irgendwas haben wir gemacht. Ah, jetzt kommen wir mit dem Boot rüber. Ah. Oh, Achterbahnfahrt, Wildwasserbahn. Ja. Woo! Nimm die Hände in die Luft, ey. Oh Gott! Woo! So, vorbei. War echt kurz. Oh. Jetzt warst du im Wasser. Ich guck mal. Nur mit den Füßen. Nur mit den Füßen. Ich guck mal auf die andere Seite. Ja, hier ist irgendwie gar nichts, ne? Also, ich komm. Kopf gesprungen. Was? Wolltest du nicht da drüben einfach nur hinfahren? Ja, das ist so nicht so einfach, wenn man nicht nach hinten gucken kann und hier drehen irgendwie ist so. Alter, ich setz dich ab und dreh schon mal. Was du denn eigentlich? Ja, ich hab. Ach, immer noch im Boot? Das, ja, ich hab das Boot gedreht. Das hat ja gut gedauert. Hä, ich komm die Leiter gar nicht hoch. Ich hatte da auch so meine Probleme. So. Aber auch aus, als hätte das Boot halb aus der Wand gezogen. Ich dachte, du musst doch wieder ein Ventil aufdrehen. Nee, hier scheint es weiter zu gehen, also. Okay. Nee, ich kann nicht, hier mal lieber. Hätte ich gar nicht drehen müssen. Ja, hier richtig so ein Aquädukt. Ich muss sagen, architektonisch mag ich die Pool Rooms. Vom Design her. Na dann. Hier einfach mal eins. Lied. Okay, eins war richtig. Ich bin auch in einem. Wo bist du? Achso. Das sind die Dark Pool Rooms. Ja. Da geht's. Achso, da geht's wieder nach oben. Ach, das ist dieselbe Mechanik wie in dem anderen Level. Wir sind jetzt in der dunklen Version der normalen Pool Rooms. Wir sind wieder nach unten gegangen und haben die Ebene gewechselt. Ja. Da hinten ist ein Zettel. Nein! Tod. Und Taschenlampen. Hinter dir! Hinter dir! Hinter!
hinter dir. Ja. Achso, Ventile drehen. 3 Stück. Oder? Sie drehen, um den Tank zu füllen. Okay. Aber eine Zahl steht da nicht bei, nein. Nee, wegen den Rohren da oben. 3 Stück. Achso, ja, das klingt logischer. Du hast ein Ventil. Dreh ruhig schon mal. Lass mal am Hammer. Genau. Extra langsam. Ja, einfach. So schnell wie du kannst. Tot. Vielleicht zählt's noch. Vielleicht zählt es noch. Ich glaube, das war zu kurz. So, aber jetzt sind wir auf jeden Fall wieder vereint. Ja. Ich finde, das Ding sieht voll aus. Ich denke es auch. Und das Ding kommt schon wieder. Dann lass uns wieder nach oben gehen. Vielleicht hat sich oben was verändert. Ja, hier ist ja sonst auch nichts mehr, ne? Nö. Hier klingt es auch nicht mehr nach Wildwasserbahn. Und das Boot ist gerade von der Decke gefallen. Ja. Und da... Ja, es geht weiter. Ich bin richtig, ne? Wir ja. müssen hier lang. Ja. Da ist eine Leiter wieder. Achso, ist der nächste Abschnitt. Das ist so eine Brücke. Ja. Ich glaube, wir müssen wieder Ventile drehen. Oh, was für eine Abwechslung. Da in den Abgrund. Ja, das geht ein bisschen nach unten. Hier. 1, 2, 3, 4. Und dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Willst du? Okay. Ich gehe über die Brücke. Ja. Ich habe so gute Erfahrung mit Brücken gesammelt. Das glaubst du nicht, ey. Die Brücke ist mir direkt unter dem Arsch zusammengebrochen. Ist nicht dein Ernst. Nee, du bist drüber gerannt, oder? Du musstest ja. natürlich rennen. Ich will auch vorankommen. Oh Mann. Ich bin ein paar Schritte gegangen, das hat gut geklappt. Und Junge, dann ist ja nicht. Die Brücken können doch nicht überall im Morsch sein, denke ich mir. Doch, es gibt nicht eine vernünftige Brücke in den Backroom. Komisch. Egal, läuft. Woo! So, ist jetzt blöd. Ich guck, dass ich. Ja, fahr einfach weiter. Wir können nichts machen hier an dieser Stelle. Ich muss ja unbedingt immer über jede Brücke rüber sprinten. Ja, geil. Ciao, Robert. Deine Kamera bleibt hier einfach. Was? An der Treppe, ne? Und dein Boot, das Boot wird immer kleiner, wenn du in der Backrooms. Tschüss! Robert paddelt in den Sonnenuntergang hinein. So viel zu giftiges Wasser. Ich weiß auch nicht, was das da am Anfang für ein komischer Hinweis war. Nee, da geht's überall konnte ich reinspringen. Ich habe jede Pfütze probiert hier. So, oder hier unten? Ja, jawohl! Sehr gut. Hallo! Moin! Oh, noch ein Kanister voll. Ey, die wollen uns doch verarschen. Mein Gott, nochmal! Warum? Warum? Ja, wir sind durch. Sehr gut. Ich komm zurück. Wieder hoch. Jetzt müsstest du doch eigentlich, zieh ich dich doch mit hier, oder? Ich bin noch hier unten. Ich bin in einem Blackscreen. Jetzt lädt er. Bin auch selber hochgeklettert. Ja. Hä? Kein. Ich bin so lange im Blackscreen geblieben, bis du auch da warst, oder was? mutig, ey. Ja. Los! Komm rein hier! Yes, sir. Oh, setz dich doch hin! Egal, fahr einfach los, so. Ach guck, ja, hier schwimmen Sachen drin. Komische. Genau, das ist giftig. Ah, was sind das? Würmer? Das sind Stöcker. Oh Gott, sollen das Viren sein? Ja, keine Ahnung. Das sieht aus wie so Zwille ohne Gummiband. Ja. Dass er nicht aus dem Boot heraus an die Leiter kann, das ist echt. Ja. Ja, man weiß doch, irgendwann macht er eh immer das Gleiche. Was soll er dazu noch sagen? Ne? Eben. Außerdem wird es immer später 3 Stunden am Stück hier Backrooms. Da wird auch irgendwann mal das Gehirn matschig.
Ja, und natürlich ist es wieder... Alter! Ernsthaft. 6,5 Stunden später. Der ist aber voll hier. Jetzt sieht's auch voller aus. Das Boot ist zwar immer noch nicht da. Hier wird man aber mit dem Boot auch nicht drüber kommen, also es passt schon. Ja, aber was sollen wir denn jetzt hier machen? Wozu einfach haben wir das Wasser denn angehoben? Damit wir hier drüber kommen. Und hier hinten geht's weiter. Ach so. Hier sind Rutschen. Ach so, ah, Rutschen, endlich dürfen wir rutschen. Hoffentlich. Juhu! Cool. Jetzt bestimmst du den Rutschen. Ja. Bist du jetzt die Wendeltreppe in der Mitte hoch? Ja, ich gehe jetzt hoch. Ja, warte, ich bin auch gleich da. Weißt ich bin noch ein Ball mit. Alter, ich kann diesen Ball nicht bewegen im Wasser. Diesen Wasserball, ich schwimme dagegen. Boom. Das ist wie so ein Betonpoller, ey. Sag ich, wo bist du? Mitch! Ich bin jetzt am Fuß der Treppe. Ich komme jetzt hoch. Los! Juhu! Yeah! Ich mag grün. Okay, dann mache ich blau. Lied. Nein. Nein. Bitte, bitte erschieß mich. Nein. Erschieß mich, bitte. Ah. What's das Level? Achso, warte, hier ist ein... Jeder Bereich hat einen Schlüssel, den man hier reinstecken muss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, wir brauchen 9 Schlüssel. 9? 9. Diese Mucke, Alter. Ich will einfach nur noch sterben. Ja. Oh Gott. Mitch? Ja? Komm mal her. Oder bleib da, wo du bist. Vielleicht müssen wir auch wieder zu zweit das Ding betreten. Ja. Oh Gott. Es könnte alles so einfach sein. Wo kommt denn das aber auf einmal her, dass wir hier alles zu zweit machen müssen und es nicht mehr aufteilen können? Keine Ahnung, aber hier! Scheiße! Scheiß Fun-Level! Du hast mich getötet. Du hast mich umgelegt, Mann! Diese Dinger kontrollieren die gesamte Ebene. Wirf es auf sie, Entschuldigung. Ich kontrolliere gar nichts. Diese Dinger kontrollieren. Warte, was? Augen. Das hier. Wo ist ein Auge? Sollen das gehen? Augen an der Decke. Ach, da. Wie soll denn das funktionieren? Genau da drunter stellen und dann hochschmeißen? Da nimmt die. Aber ja, es funktioniert. Ist das weg? Ja. Sehr gut. Ich habe mich fürs Gemeinwohl geopfert. Sehr cool. Ey, wie solltest du das denn auch genau so werfen, dass es an der Stelle hochgeht? Da links an der Wand ist das nächste. Bei dem Monster mit den Ballons. Mitch, ich möchte das Spiel abbrechen, bitte. Wir sind so weit gekommen, Robert. Komm denn. Wo kommt die her? Aus der Tür. Nimm den! Wir sind doch alle in die Luft gejagt, die Motherfucker. Bist du tot? Ja. Ich habe mich direkt vor das Ding gestellt und das Ding einfach hochgeschmissen. Böller. Ja, guck mal, der fliegt jetzt. Jetzt hat sie irgendwo mit Luft gejagt. Wie soll man die Dinger denn treffen, Alter? Weil die Viecher sind jetzt weg. Probier mal was. Probier. Sie sind in den anderen Raum, da hinten kommen sie. Aber du hast... Das hat geklappt! Nee. Das waren die Creeps, die wieder durch sind durch die Tür. Eine Ewigkeit später. Echt, jetzt habe ich schon wieder so ein Part, wo ich nicht mal mehr in den Raum reinkomme. Eben. Ich komme nicht mal mehr rein.
macht keinen Sinn, echt nicht. Müssen wir das Ding aus der Hocke werfen? Habe ich auch schon mehrfach. Okay, das hast du also schon probiert. Also wir können es gern nochmal probieren, wir können auch mal kurz in den anderen Gang gucken, aber... Nein, lass uns einmal in den anderen Gang gehen und dann Feierabend machen. Wenigstens sehen wir so, ob das überall wirklich immer wieder die gleiche Scheiße ist, die wir machen müssen. Vielleicht ist das ja hier auch anders, vielleicht ist es ja auch hier easy. Vielleicht haben wir uns das Schwerste einfach nur ausgesucht. Das kann auch sein. Auf jeden Fall gibt es hier lecker Torte. Birthday Cake. Irgendwie ist hier gar keiner. Nö. Da ist ein Fernseher. Sehr gut. Warte mal, hier schweben Ballons. Okay, ist aber auch egal. Das ist hier gar nichts. Hier ist ein Zettel. Hab ich kaputt gemacht. Nein, hey. Finde das Band und befolge die Anweisungen. Wir müssen also ein VHS-Kassette finden. Bestimmt in einem der Luftballons. Woo! Nee, keiner drin. Schade. Ich hab das Band. Sehr gut. Komm, angucken. Mitch! Schönen Abend. Ich hoffe, die Musik geht dann endlich mal aus. Ja, ich hoffe es auch. Grün, Ballon schon schüren. Hammer. Grün. Grün. Ach so. Gelb. Das war falsch. Warte. Grün. Grün, gelb, blau. Grün, gelb, blau, rot, lila. Pink. Ja, eher du pink. Grün. Gelb. Blau, rot, lila. Boom. Fertig. Ah. Woohoo. Das können wir. Das ist genau unser Niveau, Robert. Oh Gott. Das funktioniert, ja. Warum ist das Level so einfach? Wenn die jetzt alle so wären, wäre das ja überhaupt gar kein Problem hier. Ich stecke jetzt einfach mal den Schlüssel hier rein. Rein den Mist. Eins von denen haben wir jetzt auf jeden Fall. Oh, das ist ein grüner Schlüssel. So, und jetzt. Runtergefallen, toll. Sieht da unten wieder in der Klappe drinne. Da müssen wir nur vier Schlüssel finden anscheinend. Wir hatten jetzt das hellblaue. Ne, was hat man das rosa? Ne, das ist jetzt auch zu. Einer. Also es bleibt frustrierend. Wenn wir alles jetzt hier easy schaffen, kommt dann hinterher zum Schluss noch das Dynamit-Scheiß, ne? Ja. Es ist in einem Ballon versteckt. Finde es. Okay. Ich wusste, dass sie hier noch was in Ballons verstecken. Aber warum waren da jetzt so... Ja, hier sind irgendwelche Typen. Ich bin auf jeden Fall tot. Okay, ich bin... Egal, mach einfach die Ballons. So viele, wie du schaffst. Hinter dir. Oh, das war so knapp, Mann. Ich habe hier gerade eine entspannte Koexistenz mit den Creeps irgendwie. Das war's. Hätte ich bloß nichts gesagt. Ja, wir haben jetzt alle Ballons zerstört. Haben wir irgendwas missverstanden? Oh Mann, ich wollte in den scheiß Raum nochmal rein. Das ist das Einzige, wo ich noch nicht geguckt habe. Mir ist aber wurscht. Komm, lass uns aufhören an der Stelle, oder? Ja. Ich glaube, wenn ich noch 2 Minuten diese Musik höre, springe ich aus dem Fenster. Oh. Ja, das eine Level war ja ganz entspannt, aber die beiden anderen sind ja hier die echte. Warte mal, wir haben die... Nein. Das ist... Wir haben den die ganze Zeit schon. Nein. Wir müssen den nicht... Alter, oh meine Fresse. Ist das dein Scheißernst? Ja, wir haben ihn. Warum wird da denn 0 angezeigt, dass man den eingesammelt hat oder so? Nix, keine Benachrichtigung. Ich kann's dir nicht sagen, es. Wie sollst du denn wissen, dass du ihn hast? Vielleicht war es der erste Ballon. Vielleicht waren wir da nach einer Minute durch.
So, letzte Dreiviertelstunde an, da haben wir uns fast an der Scheiße hier abgekämpft, ey. 3 Tage später. So, es ist ein paar Tage später. Wir gehen mit neuem Elan ran. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt endlich. Wir schauen einfach mal. Also, los geht's. Wir versuchen direkt das Endgame-Ding hier, wo wir letztes Mal richtig dran gescheitert sind. Okay. Ich will das jetzt ausprobieren. Oh Gott! Das hat funktioniert! Ich glaube, es hat geklappt. Ich glaub's auch. Nein, Robert. So. Nur aber. Komm schon, komm schon. Ja, doch. Oh Gott. Aber warte, hier sind die Nächsten. Nein, nein, versteck dich. Die kommen angerannt. Ich habe nichts zu verstecken gesehen, habe ich die Tür zugemacht, aber die haben sie wieder aufgemacht. Genau da vorne ist auch so ein Tisch. Das ist ja super. Das ist praktisch, ja. Ah, warte. Ah! Oh, sorry. Kein Problem. Sorry, ich bin zu Gedanken verloren. Das ist dann wie so. Passen wir hier auch zu zweit runter? Wir können es mal probieren. Ein bisschen tricky mit den Stühlen. Das sollte aber eigentlich klappen. Wir werden es gleich sehen. Sie sind ja. Ja. Das scheint zu funktionieren. Oh, das hat funktioniert. Tschüss. Robert, der Fachmann für Silvestertechnik hier. Jetzt. Das ist aber schade, dass die Tür da nicht zugeht, also zubleibt. Auf jeden Fall. Oh nein. Oh. Wow. Okay, da vorne wäre auch deine Lücke gewesen. Ja. Das sind immer noch da? Nee, sind da. Wir haben auf jeden Fall zwei blaue. Jetzt kommen sie wieder. Wir haben auf jeden Fall zwei blaue Türen. Oh, ich bin hier falsch. Wieso? Wir haben noch gar nichts gemacht. Pisst euch. Echt mal. Gibt keine Torte. Die Torte ist leer. Ach, weil da. Alles aufgegessen. Weil da ein Auge ist, deshalb. Nimm das, du Auge. Toll. Ich habe auch noch direkt daneben getroffen. Ich bin tot. Du hast mich, glaube ich, mit dem Feuerwehr getroffen. Oh nein! Okay. Scheißauge hier. So. Sehr cool. Ja, Wir müssen doch jetzt was gekriegt haben. Nee, ich glaube, ich weiß was. Wir haben die blaue Tür aufgemacht, mussten das Auge ausschalten. Jetzt kommen wir zur blauen Tür auf der anderen Seite. Bälleparadies. Ja. Da warst du tot. Bälleparadies. Wow, das ist ja das auch fies. Ich sollte mich genau drunter stellen und hochwerfen, wie im ersten Raum. Dann sprengst du dich zwar mit in den Duft. Mach ich auch. Okay, komm gleich. Ups. Bam, zu. So. Und da ist auch wieder das. Schon wieder ein Auge. Komm mal hier. Ah! Ja. Schon wieder tot? Nein. Bin safe. Und du? Ich auch. Sehr gut. Hier ist eine abgeschlossene Tür. Sieht mich irgendwas? Oder was ist hier los? Ich renne jetzt hier hoch. Also die Trampoline sind voll funktionstüchtig. Ich glaube, brauchen wir das Trampolin vielleicht auch um... Nein, ach nein, warte mal. Ich wäre hier. Ah, hier. Ein Auge. Ernsthaft? Hier ist eine Alpha-Wand. Hat sich mir drunter gepasst? Ach da. Doch. Nee, von da aus kann man springen, aber da war eine Alpha-Wand vor dem roten Ding. Direkt. Scheiße. Wir können nur von hier aus. Ich auch einfach hier, so. Einfach so. Knapp. Sehr knapp. Da hatte ich die knapperen Geschichten. Achtung, die kommen. Nein! Warum rennt die wie zu dir? Vor allem, ich bin doch unterm Tisch. Aber sehr nicht gut. Von hier rum, ich mach hier Party. Ja! Hat's funktioniert? Ja! Sehr gut. Du Feuerwerksmeister, Robert. Ey, gibst du, du hast jetzt die letzten Tage hast du nur damit verbracht. Nur geübt. Du hast nur geübt den ganzen Tag. Stundenlang. Bring uns alle um. Lebst du noch? Ja. Okay.
Sonst, hier ist ein Schlüssel. Die Ehre gebührt dir. Du hast das alles gemacht hier. Komm. Ich hatte aber die letzten beiden Schlüssel, das ist das, was ich sagen wollte. Okay. Also gönn dir. Und dann musst du das durchs farbig passen. Sehr cool. Kann auch nicht schon alles gewesen sein. Ich würde gern noch mehr machen. Unbedingt. Ah, ich häng! Und ich will unbedingt dieses Lied auf CD. Ich auch. Und jetzt mit Disco. Und guck mal, wir können Bowling spielen. Oh, geil. So, hier ist ein Zettel. Finde die richtige Farbe und das richtige Symbol oben mit den Leuchtstäben. Nimm einen Ersatz mit. Ohne ihn kann man nichts sehen. Wir kriegen Glowsticks. Also wir müssen grüne Ballons, ein rotes Geschenk, ein gelbes Auge und blaue Wolken mit einem Regenbogen. Brauchen aber erst die Glowsticks hier. Ey, Schwarzlichtgolfen. Cool. Hier sind noch rote Glowsticks. Wo? Ach da. Ich glaube, dann gibt es sogar noch... Ja, hier sind noch gelbe und hier gibt es noch blaue. Das heißt, wir müssen dann mit der jeweiligen Farbe das richtige Symbol finden. Ja, kann auch... Hier gibt es ja noch mehr Türen. Ja. Oh nein! Achtung! Achtung, du hast einen Creep. Das auch noch. Wie hätte man es anders erwarten können? Ja, aber der hat mich gar nicht gesehen. Umso besser. Ich eins auf blau. Ist das jetzt grün oder ist das gelb? Das ist nämlich gelb. Hast du schon ein Symbol gefunden? Nee. Ah, hier, ich habe... Ich hab bloß aus Versehen die gelbe Lampe noch mit in der Hand gehabt. Ach so, ich habe deinen Regenbogen gefunden. Mein. Ja, also hier ist zumindest einer. Vielleicht ist das der richtige. Da, hinten drin. Okay, sieht man den auch nur mit der blauen Lampe? Den hinten. Nee, aber ich glaube, du musst den blau anleuchten dann. Du hast aber grün in der Hand gerade. Ja, ich will gerade ausprobieren, ob das den Unterschied macht. Nee, ja, weil dann leuchtet der richtig. Leuchtet der richtig, ja. Der bleibt jetzt hier, dann lege ich den mal hier hin. Ah ja. Und jetzt bleibt er im Leuchten. Ja. Machen wir es einfach mal so. Das ist komisch. Ich habe aus Versehen meinen Glowstick dupliziert. Was ist das denn geschafft? Ich habe die falsche Maustaste gedrückt, habe ihn abgelegt und plötzlich lagen zwei da. ich habe das Auge. Ich habe das Päckchen. Ich meine, wir scheißen hier völlig auf die Farben, die wir uns am Anfang ausgesucht haben. Egal, Hauptsache wir schaffen es hier. Hier sind die Ballons. Ich hab sie. Sehr cool. So, fertig. Ich gehe mal runter gucken, ob das jetzt das gezählt hat. Ja, Tür ist auf. Okay, dann hole ich den Schlüssel jetzt. Der letzte. Mach das. So, warte mal. Nimm ihn doch. Nimm ihn. Danke. Jetzt bist du da. Guck hier. Einmal hingelegt, dupliziert. Komisch. Oh Mann, das ist weg. Nee, deiner liegt da noch. Also der liegt da, aber ja nicht dupliziert. Deiner auch nicht. Da liegt nur ein Glowstick. Bei mir liegen zwei. Bei mir liegt nur einer. Guck. Jetzt ist es meiner. Guck hier schon wieder zwei. Du kannst es gerne in meinem Video sehen. Pass auf, ich mach's nochmal. Zwei. Ein Glowstick. Bei mir liegen zwei. Warte. Ja, du wirst es auf jeden Fall in meinem Video sehen. Es ist einer. Ich werde es in deinem sehen. Es sind zwei. So. Rein da. Und jetzt mach die Scheiße auf. Danke. Los, Mitch. Warte mal, noch ein bisschen Saft vielleicht mitnehmen. So. Wieso blende ich mich, wenn ich dir in die Augen leuchte? Ich weiß es nicht. Sie kennen den Weg hier raus. Folgt ihnen. Ja, ich nicht. Hängt da überall derselbe Zettel? Ja. Ja. Okay. Leute mit einem Glowstick. Stehen bestimmt auch irgendwelche Faker zwischen. Die sind Poser. Er da. Jo, du kennst den Weg.
Okay, okay, ja, ja. Er wird von irgendeiner Backroom-Kreatur gefressen. Er schleicht? Ich glaube, wir sollten mitschleichen, vielleicht. Ja, wegen ihm da. Ihnen. Ah. Mehr. So. Ja, ja, okay, er hat nichts von Sprinten gesagt. Ja. Yeah. Du und dein Sprinten. Es ist so oft mein Tod gewesen schon in diesem Game. Ist es noch weit? Du da. Aber Schlumpf, hallo. Dankeschön. Danke. Legion. War's das? Ja. Ah, okay. Das ist jetzt, glaube ich, das 55 irgendwas Level. Keine Ahnung, was in dem Level hier vonstatten geht. Man sieht den, wie die eine Wand auch, die Wand da hinten auch gar nicht, also doch da jetzt. Okay, das geht weit nach unten. Robert, kann ich anders, du kennst mich. Ja, komm, ich komm mit. Okay, aber manchmal ist auch schon der Weg weiter gewesen. Wie bei der Treppe zum Beispiel, ja, wo du dann irgendwann einfach runtergefallen bist und dann war es der Weg weiter. Runterlassen. Müssen wir Fotos machen? Ich nehm wir mal brauchen mehr hier. Beweise, um sie zu untersuchen. Was müssen wir jetzt untersuchen? Die Backrooms-Kreaturen. Dich, guck mich mal an. Mich? Oh, das ist ja cool gemacht. Ich glaube, du musst einmal was drauf ist, abbilden, dann kriegst du das nächste. Bei mir hat sich jetzt nämlich das Polaroid geändert. Wir müssen 6 Bilder insgesamt machen? Ich denke. Sie. So, kommst du da hoch? Ja. Ups. So. Wer ist hier? Das weiß ich ja, auch wir. Nicht. Ja, wir. Ja. Easy. Woo. Ich hoffe nicht, das Kabelmonster. Das sind die Rätsel. Was sind die gelben Räume dahinter? Okay. Ja, jetzt sollen wir einen Van fotografieren mit einem Stapel Reifen davor. Mhm. Weißen Van mit einem Stapel Reifen. Sieht aus, als wenn das in irgendeiner Tiefgarage steht. Ich denke, wir müssen eins... Oder einer Straßenlaterne. Ich glaube, wir müssen eins weiter nach unten, weil hier unten sieht es blau aus auf der nächsten Ebene. Ja. Nein! Ah! Oh Gott, die Steuerung ist echt beschissen. Okay, jetzt sollten wir uns doch dafür entscheiden, wer das Ding jetzt steuert. Ach so, ich dachte... Oh Mann! Oh, hier ist ein Spinter. Könnte mir vorstellen, da rennt irgendwas rum. Hätte man sich auch oben vorstellen können, aber da war dann trotzdem nichts. Ja. Doch! Bin tot. Ich bin tot. Das Kabelmonster. Jetzt soll ich das Kabelmonster fotografieren? Ja, dann komm mal her. Das trifft sich ja gut. Das passt wirklich sehr gut. Aber hallo! Hallo, sag mal, tschüss! Jo. Jetzt soll ich 3 Steinfratzen fotografieren. Was? Die Lichter ihrer Kamera dienen als Taschenlampe für die Smileys? Ja. Die fallen hier einfach runter. Das ist auch. Oh. Nein! Nein! Ich bin runtergefallen. Was ist denn hier los, Alter? Wir kommen nicht von der Plattform runter, da kommt ein Smiley nach dem anderen zum Schluss das Viech da. Hä? Was ist hier denn, wenn wir weiterfahren? Weiß ich nicht. Gar keine Station mehr. Willst du es ausprobieren? Ja, eigentlich schon. Halt! Wahrscheinlich werden wir einfach sterben. Was? Ja, okay. Okay, alles klar, dann bleiben wir jetzt hier. Ich hoffe, wir müssen damit nicht nochmal hochfahren. Wir springen einfach in den Schacht. Ich hab diese scheiß Steinstatuen. Was? Beim ersten Mal schon? Jetzt das Vieh. Das Innenposer fotografieren. Scheiße, fast. Da kommt er. Hab ihn. Sehr gut. Ja. Ach, es ist da oben was offen, okay. Abfahrt. Tut. In die Freiheit, hoffentlich. Also jetzt muss ich. Ich dachte jetzt mal drauf, dass ich das mache, die Moment. Ich dachte mir so. Und ich dachte mir so, ja, du wartest drauf, dass ich mache.
Oh nein, komm, nicht die gelben Dinger. Nein, okay. Diese Pflanzen. Botanic Rooms. Ist doch noch ein ganzes Level. Ich dachte, wir sind jetzt durch. Ich hätte jetzt auch gedacht. Warte mal, hier ist ein Fernseher. Da kommen komische Geräusche raus. ehrlich, müssen wir jetzt hier runterspringen? Huch! Was? Das war ein Scheißausgang, Mann. Hä? Ich hab Fallschirm mit. Warum sieht das so 2D-Kacke aus? Aber wir sind draußen! Au! Was für Arschlöcher hier! Ich will wieder zurück in die Backrooms, aber nicht so gefährlich. Das war's! Sie sind aus den Hinterzimmern gekommen, sozusagen. Oh, Mann, das für ein dummes Scheißende. Oh, toll! Aber hä? Warte mal, da stand gerade für den vollen Release. Wie? Geht's dann doch noch weiter? War nur ein vorläufiges Ende jetzt. Ja, wir haben ja auch nach dem anderen in der Spielhalle haben wir auch so ein Outro gekriegt hier, so ein Abspann. Ja, aber das war ja noch in den Backrooms. Oh, warte mal kurz, die Musik. So Leute, das war's erstmal mit Escape the Backrooms. Wir haben jetzt erstmal alles gespielt, was bisher draußen war. Es ist noch Early Access, es kann also noch mehr kommen. Ob wir spielen, schauen wir mal. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Und sonst, wenn ihr noch mehr Lust auf Grabiaten-Content habt, dann ist hier drüben was für euch verlinkt. Schaut da einfach mal rein und schaut natürlich auch beim Horror Heaven mal rein. Der hat nämlich auch wunderbar mitgeholfen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.